zusammen und miteinander. Heute mal eine kleine Neuvorstellung. Und zwar wurde gestern an die Händler die neue Roco 086-400-9, das heißt also Epoche 4, der DB ausgeliefert. Bestellnummer 70318. Und ich wollte euch dann heute mal eben kurz erzählen, was denn zwischen der Epoche 3 Maschine und Epoche 4 Maschine für Unterschiede sind, da Roco es wirklich geschafft hat, die gut wiederzugeben. Als kleine Informationsanekdote ein bisschen was über die 086. Also die Baureihe 086 bzw. 86, nicht 086, sondern 86, wurde von der Deutschen Reichsbahn in den Jahren 1928 bis 1943 in Auftrag gegeben. In diesem Zeitraum wurden von 13 verschiedenen Herstellern 776 Maschinen gebaut. Deswegen sieht man also, oder vielmehr auf Fotos sieht man es ja hauptsächlich nur noch, in echt ja leider nicht mehr so viele, bauliche Unterschiede zwischen den Loks. Und das ist, ja, das ist zum einen geschuldet an den 13 Herstellern, zum anderen zwischen der Epoche 3 und 4 wurden Verbesserungsänderungen durchgeführt und so weiter und so weiter. Diese Maschine ist bei der Deutschen Bundesbahn bis 1974 gefahren. Bei der Österreichischen Bahn wurde sie 1972 schon aus dem Betrieb genommen. Und in der DDR wurde sie bis 76, beziehungsweise sie wurde ja reaktiviert, bis 89 betrieben. Die Maschine hatte eine Geschwindigkeit zwischen 70 bis 80 km/h. Selbst das variierte halt innerhalb der Herstellertoleranzen. Sie hatte 1030 PS oder auch 758 kW und hatte eine Dienstmasse von 88,5 Tonnen. Und ja, Bezeichnung halt 1D1H2T. Also kommen wir zu dem Modell zurück. Die hintere Lok ist halt die Epoche 3 Maschine, die ja letztes Jahr schon ausgeliefert wurde mit der Bestellnummer 73023. Und wie ihr seht, ist sie leider auch schon im Farbtopf gefallen. Sie wurde nicht mehr so gut gepflegt vom Lokpersonal und so weiter. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Unterschieden. Und zwar, das, was am deutlichsten und sofort jedem eigentlich auffallen dürfte, ist, dass bei der Epoche 4 Maschine die Leiter hier jetzt fehlt. Hier ist sie noch da. Jetzt schwenke ich mal eben auf die andere Lok. Na komm. So, und hier fehlt sie. Das ist das Augenmerk, was am deutlichsten natürlich sofort auffällt. Aber es gibt auch noch andere Unterschiede, wo man genauer hingucken muss. Zum Beispiel hatte diese Epoche 4 Maschine eine Variante mit einer D-Limon Spukkranzschmierung. Und auch die hat Roco, wie man hier sieht, dargestellt. Und sie bewegt sich auch. Was gab es noch? Dann wurde 1972 bei der Deutschen Bundesbahn der Kohlekasten geändert. Er sieht zwar so erstmal gleich aus, allerdings ist hier der Aufsatz noch aus Holz. Kann man hier auch sehen. Da sind noch die Scharniere, weil man das ja umklappen konnte. Und hier
ist es jetzt ein geschweißter Kohlekastenaufsatz. Nächstes Beispiel ist zum Beispiel die Regenrinne. Hatte die Epoche 3 Maschine noch nicht. Die Epoche 4 Maschine hat die Regenrinne bekommen. Was dann noch zum Beispiel auffällt, ist, der Wasserkasten ist verändert worden, wie man hier sieht. Er ist zwar nicht länger geworden, aber er ist neu verschweißt worden und hier zugänglicher gemacht worden für die Steuerung. Ja, das ist jetzt das, was man eigentlich großartig an den Modellen sieht. Was die Soundfunktionen angeht, verweise ich euch auf das andere Video, weil die Einstellungen sind komplett identisch. Jede Funktion ist alle gleich und deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht nochmal vorzustellen. Ich werde diese Lok jetzt auch noch farblich behandeln und dann werde ich noch ein paar Fahrzeichen hinterher schieben. Und ich hoffe, so erfreut es euch das dann auch. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Und bleibt alle gesund. Tschüss.